Servus Leute zu einer neuen Runde von Hearthstone. Ja, diesmal mit einem Patron Warrior. Eigentlich hasse ich ja dieses Deck, weil es so konkurrenzlos auf Platz 1 rumgammelt. Aber nun ja, das Problem ist, Ben Brode, ein Entwickler von Hearthstone, hat einerseits ein Video veröffentlicht, in dem er einen künftigen Patch, der bald kommen wird, beschreibt. Und andererseits auch im Forum, im Community-Forum, wurde es angemerkt, nämlich ein Nerf für diese Art von Patron Warrior. Warzone Commander, eine wichtige Keykarte in diesem Deck, wird genervt. Und zwar so, dass Patron Warrior ab sofort danach Geschichte ist. Das Deck, das seit Monaten Platz 1 der Meta einnimmt, wird von heute auf morgen somit verschwinden. Weil ohne Warzone Commander geht mit diesem Deck eigentlich nichts. Und genau das ist der Punkt. Deswegen spiele ich es jetzt noch, solange es noch möglich ist, einfach mal, um auch sagen zu können, jawohl, ich habe auch mal dieses Deck gespielt. Ja, das Deck findet ihr in der Beschreibung wieder, wie immer. Und ja, schauen wir mal, ob ich überhaupt was damit kann. Naja. Sieht erstmal nicht so prickelnd aus. Gut, ich habe mich schon mal beschädigt für Battle Rage, das ist schon mal wichtig. Aber ich brauche irgendwie... Ja, Battle Rage ist nicht schlecht, aber ich brauche mehr Card Draw. So, ja, irgendwas Gutes halt. Wir haben einen kleinen Totem-Schamanen. Okay, Totem-Schamanen. Kann man mal machen, würde ich mal sagen. Würde ich behaupten. Ja. Ja. Ich ziehe einfach mal eine Karte. Okay. Weiter geht's. Ah, zwei Frothing Berserker. Die helfen mir so an sich noch nicht ganz. Sind zwar nicht schlecht, aber das kann doch nicht alles sein. Das hingegen ist ganz interessant. Ah. Dann zerlegen wir doch mal. Dich? Verlieren dadurch zwei. Ah, wir verlieren dadurch einen Whirlwind-Effekt. Ich könnte auch clearen. Dann ist die Frage: Will ich vor Frothing Berserker? Ja, ich will vorher Frothing Berserker spielen. So. Schön, dann kann ich den noch vernichten. Und gut ist. Jetzt wird er wahrscheinlich einen Zauberer schleudern. Also er hat ja schon mal ein Spell Damage Totem und dann hat er eine ziemlich volle Hand. Aber wenigstens zwinge ich ihn dazu, darauf zu reagieren, weil eine 8-3 ist schon... Die hat schon was. Normalerweise will man mit diesem Deck erstmal ordentlich Card Draw bekommen. Geil wäre natürlich, wenn er eine Waffe hätte. Oh, stell dir vor, er spielt Doomhammer. Das wäre das Shit, Obershit. Absolut, auf jeden Fall. Aha, interessant, interessant. Ah, ja, okay. Damit tut er sich aber wahrscheinlich ganz schön weh. Ja, damit tut er sich ganz schön weh. Ist in Ordnung. Erstmal das Teil zerstören und dann noch, wir können geduldig warten. Ich habe jetzt keine Eile. Ich habe jetzt keine Bedrohung auf dem Feld. Auch wenn ich dazu sagen muss, das ist jetzt meine dritte Waffe. Viele reaktive Möglichkeiten habe ich auch nicht mehr.
Es fehlen die ganzen Combo-Pieces. Und es fehlen Draw-Karten. Also alles ist da noch drin. Naja, wir haben ja... Stimmt. Was ich jetzt benötige, ist... Möglichkeiten. Zum Beispiel... Das ist gut, würde ich mal behaupten. Ja, das gefällt mir. Wir können den töten. Ja, ich habe auch kein einziges Execute gezogen. Ich habe schlecht gezogen. Extrem schlecht. Gut, den Thunderbluff Violent draußen zu lassen, ist jetzt nicht gerade das Beste, was man machen kann, aber komm, ich brauche irgendwas. Spiel eine Waffe. Tu es. I have no time for games. Das wäre auch noch gut, wenn ich jetzt wenigstens Execute ziehen würde. Slam. Slam ist nicht schlecht. Okay, versuchen wir Karten zu ziehen. Aha, das ist auch nicht schlecht. Sowas brauche ich. Danach einen Whirlwind. Das ist doch eine Karte, die ich genau benötige. Execute haben wir hier. Leider bringt das mir gerade nichts. Und danach... Tja. Sei es drum. Schock. Dadurch kriege ich halt noch eine Karte. Das ist ziemlich nice. Jetzt brauche ich Warsong Commander. Ist wieder schlecht. Shieldblock. Karte ziehen. Nicht schlecht. Ein weiteres Inner Rage. Okay. Execute. Zerstören. Und... Ab geht's. Ich glaube nicht, dass mein Gegner eine Waffe spielen wird, aber trotzdem behalte ich den einfach mal auf der Hand. Jetzt habe ich kaum noch Whirlwind-Effekte. Ich habe noch 2 Whirlwind-Effekte drin. 2 Warsong Commander. 1 Grim Patron. 1 Execute, das ich jetzt benötige. Wobei, jetzt wäre Warsong Commander echt mächtig. Leider nicht. Probieren wir es. Ach, Mist. Da komme ich nicht durch. Na gut, nächster Gegner. Ist natürlich ganz bitter, wenn man schlecht zieht. Und das ist halt für ein Combo-Deck der Killer. Wir suchen wieder am Anfang... Karten, die Karten nachziehen. Wir müssen schnell Karten anhäufen. Deswegen brauchen wir die ganzen guten Karten erstmal nicht. Karten, die Karten ziehen. Sehr gut. Acolyte of Pine. Acolyte of Pine. Pain. Pine. Pine. Pain ist gut. Wobei, gegen den Priester, der hat Schattenwort. Schmerz. Das könnte schon wehtun. Oh,
Das ist nice. Haben wir einen Dragon Priest? Ausgezeichnet. Na super. Top-Deck-Waffe. The damned stand ready. So, okay, dann hauen wir dich an und spielen einen Whirlwind. Okay, Arme ab. Oh, fight! Count me in! Everyone! Get in here, mein Gegner hat nichts mehr. Oh, schön, schön. Ich könnte everyone in here spielen. Aber es reicht, einfach mal den Akolyten zu spielen. Jetzt kommt das Schattenwort Schmerz im Idealfall. Aber dann kommt es auch nicht auf einen Grim Patron. Nein, das ist gut. Ja. That belongs in a museum. Ich hätte auch Torrison spielen können, aber ich glaube, die Münze behalte ich mir vielleicht eher für eine geile Kombo. In dem Fall ist es wieder schlechter. Und in dem Fall komplett egal. Nein, nicht egal. Gut. Achso, der heilt ihn wieder. Ah, okay, dann ist es wieder egal. Bei The Power of Ragnaros? Nee, ich brauche erst noch neue Karten. Na, das ist doch was. Womit ich spielen kann. Weg ist dieser hässliche Drache. Trotzdem, mir fehlt irgendwas, wo ich den Akolyten dagegen werfen kann. Irgendwas, wo ich am besten ja, genau! Sowas fehlt mir. Andererseits, nee, wir machen es so. Oh ja, bring the pain. Das hätte man anders machen können. Macht nix. Sollte weiterhin funktionieren. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich jetzt das Pain rauskitzeln. Oh, Shadow Madness. Ach stimmt, ja, das ist ja... Na, das ist ja super. Jetzt brauche ich bloß noch einen Warzone Commander. Ja, das ist nicht ganz ein Warzone Commander. Naja, egal. Ist auch nicht schlecht. Slam auf den. Das ist auch nicht schlecht. Moment, überlegen. 3-3. Okay. Wenn ich... Ja, können wir machen. Ist prinzipiell egal, oder? Sehr schön. Eine große Kreatur. Mehrere kleine Kreaturen. Alles gefährlich. Aber schon wieder, die Karte, die genervt werden will, will einfach nicht zum Vorschein kommen.
Das ist okay. By the power of Ragnarok, strike. I have the power. Jetzt gibt's erstmal Rabatte. Boah, das ist echt faszinierend, dass ich wie beim letzten Deck, letzten Spiel kein Boss und Commander bekomme. Schatten war tot. Gut. Das ist eine Lösung weniger. So, erstmal zwei Karten ziehen. Ah, ja. Immer noch kein Warzone Commander. Das ist mehr als faszinierend, finde ich. Neun Karten. Deswegen mag ich dieses Deck nicht, weil ich never lucky bin. Überhaupt nicht glücklich. Aber ich wundere mich, wie schwach der Gegner ist. Der macht ja gar nichts. Da haben wir ihn. Warzone Commander. So, ja. Das und das. Charge forward. Fight. Count him in. Back to work. Angriff. Weiter angreifen. Wunderbar. Wenn er noch eine Lightbomb hat, ja, dann muss ich halt auf meine letzte Möglichkeit zu gewinnen zurückgreifen. Nämlich, naja, was heißt letzte? Also, wir haben noch Möglichkeiten. Nein, wir haben eigentlich bloß eine noch. Wenn er jetzt noch eine Lightbomb hat, dann sieht es schlecht aus. Master Spell? Ist erstmal nicht so schlimm. Das reicht erstmal nicht. Und das ist der Sieg für uns. Charge forward! Hey! You have been. Oh. Jawohl! Geht doch. Siege gehen auch. Weiter geht's. So, und jetzt gegen einen Paladin. I will fight with honor. Victory or gegen einen Paladin. Eine Fiery War Axe behalte ich mal. Das ist gut. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Card Draw. Damit kann ich was hoffentlich anfangen. Wenn es ein Secret Paladin ist, dann bin ich mal gespannt. Gut, ich bin sowieso nicht mit dem Patron bewandert, wie man den so richtig spielt, aber wie man gegen ein so aggro-lastiges Deck wie den Secret Paladin spielt, ist noch eine andere Frage. I'll never tell. Mhm. Wir haben auf jeden Fall Secret Paladin als Gegner. Welch Überraschung. Gut, ich bin angehittet. Heißt, mehr Card Draw durch Battle Rage. Jawohl. Ausgezeichnet. Finde ich gut. Dann weg mit dir. Schade. Dann warten wir auf den Akolyten des Schmerzes und triggern dann sein Get Down! Get Down! Haben wir es schon gehört. Hab mir schon gedacht, was da drin ist. Let the pain speak to me. I'll never tell. Okay.
Und was ist das Secret? Kein Secret? Oh, gut. Ah, doch, da ist ein Secret. Na gut. Dann schauen wir mal, was da Wunderbares drin ist. Avenge! Nein, kein Avenge. Dann vielleicht Get Down. Bring the pain. Oh, Mist. Redemption ist... ich weiß, was es ist. Ne, wobei, es könnte auch hier Competitive Spirit sein, aber das würde keinen Sinn machen, weil das schlecht wäre. Aber gut, kann man mal machen. Competitive Spirit. Einfach so ausspielen. Jawohl, warum nicht? Vielen Dank. Oh. Execute ist gut. Ja, ich brauche noch ein bisschen Karten. Würde ich mal behaupten. Und jetzt. Das ist doch herrlich. So, schauen wir mal, was der Secret Paladin noch so drauf hat. Ich habe ja einen Execute. Mysterious Challenger. Genau, auf den haben wir jetzt gewartet. Okay, ich kann mir vorstellen, was da drin ist. Ja. Slam. Execute. Kommt zurück. Wird wieder zerstört. Get down. In a rage. Was haben wir dann noch? Ja. Nichts Besonderes eigentlich. Es wäre geil, wenn du jetzt eine Waffe hättest. Ja, jetzt, wenn was von mir ins Spiel kommt, gibt's nur noch. Hast du noch ein Leben? Okay. Dann legen wir doch mit dem Spaß mal los. Everyone, get in here! Wir haben gewonnen. Oh ja, so muss das aussehen. Secret Paladin crushed. Und damit der Aufstieg in Rang 11. Ausgezeichnet. Wunderbar. Aber das soll es auch gewesen sein. Ich habe zum Glück noch die Chance gehabt, Patron Warrior euch zu zeigen, beziehungsweise selbst zu spielen. Es ist kein Spiel, kein Deck, was mir gefällt. Also mir gefällt die Mechanik nicht, dass ich in Zug 8 prinzipiell mit einer Wombo-Kombo gewinnen könnte. Es ist zwar schön, dass es solche Arten von Decks gibt, aber wenn, dann sollte es ein bisschen mehr Countermöglichkeiten geben, weil ein Deck, das seit einem halben Jahr ungefähr auf Platz 1 der Meta ist, das muss man nicht haben. Wenn da ein bisschen rumgewechselt wäre, wäre es okay. Also wenn es Top 1 wäre, Tier 1 meine ich natürlich, dann ist das in Ordnung. Aber es sollte nicht das Beste über Monate hinweg unangefochten sein. Und daher finde ich den Nerf eigentlich prinzipiell nicht schlecht. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.